Hallo liebe Leute, und weiter geht's durch die Dunkelheit bei Pokémon Smaragd in Randomizer durch die Siegestraße. Und jetzt nochmal ab ins Wasser surfen. Also auf geht's. Ja, im letzten Part haben wir uns hier weiter ja durchgekämpft, aber auch wieder Probleme gehabt. Gegen ein paar Trainer, die es uns nicht leicht machen wollen. Nein, die wollen es uns alle nicht leicht machen. Die wilden Pokémon hier sind auch nicht ganz ohne. Und Adventure Homes gehen auf jeden Fall auch so langsam die Attacken aus. Ja, zweimal Kaskade, dreimal Kaskade und einmal Surfer und sechsmal Schlitzer. Dann war es das schon. Der Schlupf ist auch nicht ganz ohne, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Auch wenn es keine Entwicklung hat und so, aber... Na gut, dann würde ich sagen, setze ich jetzt noch zweimal Schlitzer ein. Ist mir egal, ich würde jetzt sowieso schlitzen. So, das war's mit Schlurp. Naja, 700 Erfahrungspunkte, immerhin. So. Ich will auf jeden Fall gucken, wie weit wir jetzt in diesem Part hier kommen. In dieser Siegestraße. Vielleicht schaffen wir sogar schon das Ziel zu erreichen. Das wäre auf jeden Fall super. Das hoffe ich wirklich sehr. So, ich würde aber mal sagen, dass ich jetzt erstmal die Flucht ergreife und mal die Pokémon wechsle. Dass ich auf jeden Fall jetzt noch ein anderes nach vorne setze, die niedrigsten Level haben. Ich würde sagen, dass ich erstmal Link-Fan mache. Igel kommt auch noch, der hat zwar noch das niedrigste, aber den kriegen wir auch noch gelevelt. So, da muss ich jetzt erstmal gegen dich kämpfen. Gut, du musst doch langsam mal müde werden. Nicht mal annähernd, ich habe noch genug Tränke. So schnell kriegt ihr mich nicht klein, ihr Astrainer. Vier Non-Tor, scheiße, ich... Was habe ich vorne? Okay, habe ich irgendwas gegen Eis? Habe ich, ja. Aber was hat das als Zweit-Typ? Das hat doch bestimmt ein Zweit-Typ. Ich meine schon. Okay, Schutzschild, egal. Wenigstens greifst du mich an. Los, treff. Noch einmal. Teras, schaff es. Perfekt. Ja, 4-0 ist abgehakt. Okay, dafür habe ich jetzt aber keinen Feuersturm mehr. Aber es hat sich gelohnt. Nass genäht. Es müsste Gestein sein. Es wäre was für Igel. Ich hoffe, dass es auch Gestein ist und hier jetzt nicht Stahl. Sieht auf jeden Fall mehr wie ein Stein aus, also... Toll. Jetzt kriegen wir erstmal ein bisschen Hagelschaden. Das genäht aber auch, immerhin. So. Na, dir Platz. Mal schauen, wie viel das abzieht. Es ist Gestein. Perfekt, Leute. Die Astrainerin ist weg. Keine Anzeichen von Müdigkeit. Ich war annähernd und du gibst mir sogar endlich mal mehr Geld. Jetzt sind wir schon in der Zukunft angekommen. So. Ich muss mich hier genau umsehen. Ohne Blitz ist es ein bisschen bescheiden. Zwei! Ach du Scheiße. Wen habe ich vorne? Die Elite versammelt sich in dieser Höhle. Wie findest du das? Schrecklich. Ich bin weit gekommen. Aber die Anspannung verursacht mir schon Magenschmerzen. Mir auch. Nein, nicht wirklich. Aber jetzt zwei Trainer ist bescheiden. Lavados, ja toll. Und Geradax. Na, leck mich doch am Arsch. Ich überlege gerade, was ich machen will. Adventure Homes hat zwar nicht mehr viele Angriffe, aber ich muss ihn einsetzen. So, und dann setzen wir Donner auf Geradax. Wäre, glaube ich, jetzt erstmal die bessere Wahl. Dann haben wir wenigstens schon mal ein Pokémon weniger. Wenn es ausreicht. Nein, es reicht nicht, scheiße. Hey, ich habe ja notfalls noch Stärke. Ja gut, Elektrizität wollte ich eh nicht einsetzen. Okay, Lava, das ist nicht nett. So, dann surfen wir, dann kriegen wir schon mal beide was ab. Und dann kriegt Geradax nochmal die Stärke ab, je nachdem wer schneller ist. Na gut, das war klar.
Muss ich also kommen? Okay, das wird nicht viel Schaden anrichten. Ein legendäres, das noch so eine schwache Attacke beherrscht. Naja, warum auch nicht? Okay, Lavados hält diese Attacke tatsächlich stand. Das ist jetzt blöd. Dann werde ich es einmal schlitzen. Weil ich will jetzt auf jeden Fall verhindern, dass sie noch meinen Trank einsetzen. Mal gucken, wie viel das jetzt abzieht, dieser Schlitzer. Okay, doch zu viel. Na gut, das dürfte jetzt bescheiden werden. Okay, und Stärke. Nein, es wird schon mal nicht geheilt. Perfekt, beide weg. Wahrscheinlich heben die sich die Tränke noch für die nachfolgenden Pokémon auf. Sollen sie ruhig machen. So, Schmerbe. Das war Schmerbe. Ach so, Wasser, ja. Okay. Ich glaube, ich habe keinen Donner mehr, oder? Obwohl, das ist ja auch zum Teil Boden. Da bringt Donner sowieso nichts. Was? Okay. Dann müssen wir Lavados nochmal schlitzen. Dann machen wir auf Schmerbe einfach mal einen Spukball. So, Lavados, du musst jetzt auf jeden Fall auch untergehen, sonst wird das noch etwas ätzend. So, was ist das letzte Pokémon von euch? Ja, der Teufel ist wieder mit uns. Drein sogar, okay. Barschwa. Jetzt habe ich zwei Wasser-Pokémon. Das eine kann ich wenigstens erledigen. Das andere nicht. Oh ne, du kannst Psycho-Attacken, okay. Ich kann nur noch einmal schlitzen. Ja gut, das geht dann definitiv auf Schmerbe. Und der Donner geht auf Barsch, wa? Und dann hoffe ich, dass ich beide jetzt erledigt habe. Perfekt. Und Schmerbe ist jetzt auch weg, dann haben wir diesen Kampf schon mal gewonnen. Perfekt, Leute. Adventure Holds kann ich jetzt erstmal nicht mehr einsetzen, weil er keine Attacken mehr hat. Aber immerhin. Er hat noch ein paar Erfolgspunkte abstauben können. Bin ein bisschen erschüttert. Oh, das tut weh. Dann geh sofort aufs Klo oder so. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ach Mann, habe ich eigentlich noch Topschutz? Wirkt er noch? Ich gucke gleich mal nach. Ja gut, Kameruptik kann ich leider nicht besiegen. Aber erst reden die mit Link-Fan. Da habe ich absolut null Chance. So, dann schauen wir mal. Sollte Alex Killer auf jeden Fall erstmal heilen, sehe ich gerade. Das machen wir auch erstmal. Bevor das Ganze hier noch ein ganz böses Ende nimmt. So. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Ich habe einen Äther. Ich könnte also Adventure Holmes gerade noch ein paar Attacken geben. Jetzt ist die Frage, was füllen wir auf? Ich würde sagen Blizzard, oder? Surfer. Ich denke mal, Surfer ist die bessere Wahl. So. Hier gibt es noch eine Brücke. Okay, ich glaube, ich muss nach oben. Wenn ich da jetzt runterspringe, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem. Deswegen, das mache ich jetzt erstmal nicht. So, Kamerupt, von dir fliege ich. Okay, hallo, Astrena. Okay, jetzt wirkt Schutz nicht mehr. Jetzt weiß ich auch, was ich nochmal machen wollte. Gut, so. Scheiße. Ein Schlupf wieder. Jetzt ist nur die Frage. Wie viel bringen die Attacken gegen Schlurp? Ja doch, Donnerschlag ist nicht schlecht. Okay. So, noch einmal. Es überlebt mit 1 KP mal wieder. Das ist irgendwie gerade momentan so ein gewaltiger Fluch, den ich habe. So. Aber ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der unter diesem Problem leidet. Das
reicht sogar noch nicht mal für Level ab. Hier geht's hoch. Okay, ist das richtig? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ein Minun. Ich würde sagen, dich ignoriere ich, weil du bestehst auch aus Elektro. Da bringt mir Elektroattack leider nichts. Ich kann nicht fliehen, okay? Komm schon. Link-Fan. Wir müssen weg. Gegen das Vieh können wir ankommen, aber... Okay, da ist nichts runter. Nee. Hier ist gar nichts. Achso, ist... Hier war ich doch schon. Ich merke gerade, dass mir diese Stelle auf jeden Fall bekannt vorkommt. Ich würde sagen, ich mache dieses Dodo jetzt alle. Ja gut, oder auch nicht. Ich denke mal, der Cursor würde wieder zurückgehen. Der Toxa könnte ich eigentlich auch kaputt machen. Würde ich sagen, mache ich auch. Die Erfahrungspunkte hole ich mir mit Donnerschlag. Na gut, oder auch nicht. Na super. Das reicht nicht ganz, war klar. Alle guten Dinge sind zwei. Wegen Tentoxa. Bye bye. Ab zurück ins Gewässer mit dir. So, das wäre schon mal Level 39 für Link-Fan. Und dann gehen wir hier wieder runter, weil da ist ja nur eine reine Sackgasse. Was haben wir hier? Auf jeden Fall wilde Pokémon. Ein Raupi. Toll. Nee, Raupi. Du kannst hier ruhig weiter rumkriechen. Auf dich habe ich jetzt gerade weniger Lust. Ich muss jetzt erstmal gerade gucken, ob ich gerade zurechtfinde, wo ich mich aufhalte. Aber ich bin wohl im Kreis gelaufen. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Dich habe ich dann also tatsächlich auch schon bekämpft. Ich spring mal hier runter. Auch wenn das jetzt ein Fehler war, aber ich will wissen, was wir jetzt hier haben. Ein Impergator. Gut, als erstes werde ich auf jeden Fall Link-Fan heilen. Wenn ich gegen dieses Pokémon ankämpfen will. Sonst schaffen wir das definitiv nicht. Dafür ist Link-Fan dann noch zu stark angeschlagen. Ich glaube, das hätte es noch nicht mal überlebt jetzt. So, wunderbar. Jetzt ist schon mal paralysiert. Okay, Donnerblitz. Mal gucken, wie viel das erstmal abzieht. Ja, fast. Na gut, Aquaknarre ist ja nicht ganz so stark. So, jetzt noch einmal Tackle. Und tschüss. Das sind auf jeden Fall reichliche Erfahrungspunkte. So. Okay. Dann gehen wir mal weiter hier runter. Aber ich glaube... Ja. Wir sind im Kreis gelaufen. Also das kann auf jeden Fall noch lustig werden hier. Okay, hier ist sonst wirklich nichts. Nein, hier kann man nicht lang, also muss ich hier diesen Wasserfall wenden rauf. Ist nur die Frage, ob das auch richtig ist. Hier habe ich ja jetzt auch schon geguckt. Nochmal ein Raupi. Ich würde sagen, ich versuche jetzt erstmal hier die Pokémon zu ignorieren. Damit wir wenigstens etwas hier durchkommen. Na gut, ich habe ja auch schon bekämpft hier. Hier ist ein Pokéball. Okay, den habe ich übersehen. Gut, dass ich den noch gefunden habe. Auch wenn es nur ein Hyperheiler ist. Na gut, nochmal ab ins Wasser. Ich muss ja gerade erstmal gucken, wo ich jetzt überhaupt lang muss. Okay, hier war ich ja auch schon. Dann würde ich sagen,
Wobei rechts habe ich ja auch schon geguckt. Kann auch sein, dass es hier aber nichts weiter mehr gibt. Weil im Prinzip haben wir ja jeden Winkel hier schon ausgekundschaftet. Och Mackie, warum bist du so schnell? Wir sind weg. Doch noch nicht. Da würde ich sagen, hatte ich Glück. So, noch einmal Hypertrank für Link-Fan. Also meine meisten Hypertränke werden definitiv für Link-Fan draufgehen. So, jetzt muss ich aber erstmal... Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Nein, das ist nicht gut. So, wir wollen nämlich erstmal möglichst wenig Pokémon hier begegnen. Ja, hier ist diese Trainerin. Ich schwimme nochmal nach rechts. Ich muss das jetzt nämlich echt erstmal gucken. So, Flucht ergriffen. Okay, ab geht's ins Wasser. So, nämlich will ich jetzt mal hier gucken. Ah, hier ist auch noch Land. Aber hier ist nur eine... Toll, Sackgasse. Wozu macht man so eine Sackgasse? Das frage ich mich jetzt gerade wirklich. Weil irgendwie ist diese Sackgasse unnötig, aber hier finden wir sogar einen Galopper im Wasser. Dann müsste es eigentlich auch sofort weg sein. Ja, bei Galopper weiß ich sowieso, kann ich schon mal nicht fliehen, deswegen... Toll. Greifen wir an. Sofern wir dazu kommen. Okay, zwei Angriffe brauchen wir. Wir werden jetzt zwar ein bisschen geglüht. Aber es wird Link-Fan schon irgendwie durchstehen. Da vertraue ich drauf. Wenigstens gibt Galopper ordentlich Erfahrungspunkte. So. Ja, 1000 Stück. 1000 sind nicht gerade wenig. Hier könnte man sogar nochmal runter. Erstmal gucken, was es hier noch gibt. Ich glaube, hier gibt es nichts. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Ist das der Weg, von dem ich sogar gekommen bin? Oder ist das jetzt ein anderer Weg, den ich darunter schwimmen könnte? Okay, das ist also definitiv der Weg, von dem ich dann gekommen bin. Okay, dann werde ich noch mal im Kreis laufen. Gucken, ob ich wirklich nicht irgendwas übersehen habe. Sonst müssen wir wirklich wahrscheinlich einen anderen Weg einschlagen. Also nochmal ab ins Wasser. Moment. Hier ist auch noch ein Wasserfall. Okay, können wir einfach nur runterschwimmen. Halt. Ist das der Weg, von dem ich kam? Ich bin gerade etwas verwirrt. Was man mir wahrscheinlich auch etwas anmerkt. Na komm, ein Donnerblitz verschenken wir für dieses Carpador. Zumindest um ein paar Erfahrungspunkte mitzunehmen. Vielleicht reicht's. Perfekt, reicht's. So, jetzt will ich aber trotzdem mal gucken. Okay, hier bin ich richtig, aber hier ist wieder Doppelkampf. Meine Pokémon sind einfach komisch, beeindruckend und inspirierend. Da bin ich ja also sehr richtig. Du brauchst dich nicht gleich in Pose zu schweißen, bleib ganz ruhig. Oh, scheiße. Okay, diesen Doppelkampf würde ich sagen, lassen wir uns noch über uns ergehen. Ein Paras und ein Groink und dann werde ich diesen Part erstmal hier beenden. Link-Fan und Alex-Killer. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ich würde sagen, Donnerschlag auf Groink und... ein Spukball auf Paras. Vielleicht reicht er gegen Paras. Ist doch nicht stark genug. Aber dafür haben wir ein gewaltiges Problem. Weil Groink hat tatsächlich Psychokinese, was ich gerade gedanklich schon ein bisschen Angst vor hatte. Tja, Paras, mach nur.
Der nächste Schlag wird dich umhauen. Moment, wo ist... Golden müsste aber doch zum Teil aus normal bestehen. Das heißt, Geistattacken würden nicht wirken. Ah, immer diese Entscheidung. Machen wir mal Stärke. Ich würde sagen, Paras nehmen wir jetzt gar nicht wahr. Toll. Das heißt, dass wir jetzt alles weniger abziehen. Aber trotzdem, wir haben's. Golgi ist weg. Gut, Paras, du könntest jetzt vielleicht doch ein bisschen problematisch werden, wenn du jetzt angreifen solltest. Illumise. Bist du nicht zum Teil aus Käfer? Gut, wir haben ein schlafendes Gengar. Das ist schon mal scheiße. Wie gesagt, mache ich erstmal Paras weg. Falls du aufstehen solltest, greifst du Illumise an. Los, komm schon, Link-Fan, greif an. Es reicht nicht. Jetzt sollte ich doch etwas Angst vor Paras bekommen. Ne, jetzt muss ich definitiv heilen. Scheiße. Komm schon. Da ist Hypertrank. Das schaffen wir. Hoffe ich. Die kriegen wir schon irgendwie noch klein. Okay, Zeit für Illumise unterzugehen. Oder passt. Okay. Jetzt haben wir ein verwirrtes Gengar. Wir kriegen noch alles heute hier. Gefallen tut's mir natürlich nicht. Na, jetzt bin ich auch noch ausgesaugt. Ist gut, Paras. Du hast genug gegessen. Gesaugt, meine ich. Okay, so. Jetzt sind beide weg. Denn ich würde Tackle auf Paras machen und Spukball auf Illumise. Das müsste auf jeden Fall reichen für beide, wenn entsprechend Alex Killer sich nicht selbst verletzt. Na toll. Jetzt habe ich zwei Verwirrte. Komm, Link-Fan, bitte. Okay, sehr schön. Paras ist schon mal weg. Nein, das hat sich ja geheilt. Oh, dieses... Ich habe den Gigasauger, ich habe die KP nicht gesehen, ey. Okay. Dann müssen wir was anderes machen. Donnerblitz auf Illumise und Spukball auf Paras. So. Gut, der eine trifft schon mal. Eine Sorge weniger. Ich hoffe, dass das mit Illumise jetzt auch klappt. So. Ein Dodo kommt als zweites. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das kriegt Link-Fan auf jeden Fall klein. Und entsprechend sich nicht durch diese Verwirrung jetzt irgendwie in die Irre führen lässt. So, aber Illumise ist weg. Jetzt bleibt nur noch das Dodo und dann haben wir das hier geschafft, Leute. Gott sei Dank. So. Damit müssen wir es auf jeden Fall haben. Okay. Naja, gut, das ist ja zum Teil aus normal. Ich vergaß. Da muss ich Stärke machen. Ich habe vergessen, dass Solo ja Nebenflug auch noch Normaltyp ist. Und Geistattacken ja gegen Normal gar nichts bringt. Aber gut, jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Doppelteam geschafft. Dafür haben wir wieder sehr viele angeschlagene Pokémon, aber egal. Und eine Menge Pokédollar. Jemand wie dich habe ich noch nie getroffen. Wow, wunderbar. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir werden meinen nächsten Part hier weiter durchstreiten. Und ich hoffe, dass wir irgendwann noch das Ziel hier erreichen. Es wird nämlich so langsam mal Zeit, würde ich sagen. Aber das werden wir beim nächsten Part genauer herausfinden. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wenn ich jetzt noch hoffe, dass ich dieses Minion fliegen kann. Nein, nicht wechseln. Fliehen. Nein, es klappt nicht. Na toll. Ich hätte doch nicht weitergehen sollen. Nein, wir schaffen es nicht auf zu fliehen. Okay.
Lass mich wenigstens noch einmal fliehen. Gut, Link-Fan, tut mir leid, dass du in diesem Part wirklich nur drauf gehen musstest. Egal, du hast schon mal Level 40, das heißt, ich werde jetzt in den nächsten Kämpfen hier in dieser Siegelstraße nicht einsetzen. Okay, Calimera, mit dir kann ich wenigstens vernünftig fliehen. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann werde ich erstmal mein Pokémon wiederbeleben. Bis dann, auf Wiedersehen!